Hallo meine lieben Kreativen. Ja, heute seid ihr relativ nah gesund. Und zwar möchte ich euch, wie ihr schon im Titel sehen könnt, mein allererstes Babyalbum vorstellen, beziehungsweise mein allererstes Mini-Album. Das möchte ich euch heute zeigen. Und ja, beginne gleich. Und zwar habe ich dieses kleine Mini-Album gebastelt. Ich hoffe, euch gefällt es genauso wie mir. Ich hatte richtig wahnsinnig Spaß daran, das zu basteln und habe richtig Freude gemacht. Und das ist zwar jetzt das allererste von mir, es wird aber definitiv nicht das letzte bleiben. Ich habe da richtig Freude daran gefunden. Ja, und das möchte ich euch jetzt einfach nur kurz schnell in einem kleinen Video kurz zeigen, was ich da gemacht habe. Die ganzen Seiten. Ein Tutorial habe ich dazu natürlich nicht gedreht. Es war, wie gesagt, mein erstes. Ich habe rumprobiert und rumprobiert und rumprobiert. Und wenn ich ein Tutorial mache, dann soll es ja was sein, wo ihr euch inspirieren lassen könnt, wo ich euch Tipps und Tricks gebe, aber die habe ich mir ja selber rausfummeln müssen fürs erste Mal und schauen müssen, wie es funktioniert und wie was gehen könnte. Also kann ich euch da kein Tutorial machen und Watch Me Craft hätte auch nicht viel Sinn gehabt, denn ich bin wirklich mega, mega lange dran gesessen und habe immer wieder rumprobiert und wieder auseinandergenommen und wieder zusammengebaut und. Deshalb gibt es jetzt einfach nur ein Craft-Update, wo ich euch einfach dieses Album genauer zeige. Ja, und dann fange ich erst gleich mal an. Und zwar hier, wie ihr sehen könnt, habe ich mit Stickern gearbeitet und mit Blümchen. Und habe hier auch so ein Stoffklebeband genommen. Das sitzt unten drunter, um ein bisschen einen Kontrast hervorzuheben. Habe auch mit Nieten gearbeitet, damit das Ganze zum Beispiel jetzt von der Rückseite richtig auf den Nieten aufsteht und nicht alles hier beschädigt wird. Okay, hier sind die Blümchen ein bisschen weiter oben, aber es biegt sich ja dann so ein bisschen auf und dann sitzt es trotzdem wieder auf den Nieten auf. Ich habe als Bindung so ein Dekoband genommen, so ein elastisches, das ist meine Bindung. Ich wollte als erstes so Ringe nehmen, die ich hier habe, aber die waren dann alle zu klein, die ich mir bestellt habe. Und hat dann hier nicht durchgepasst und es hat, ja, es hat einfach nicht gewirkt und war nicht schön. Also habe ich mich dann doch entschieden, ich mache jetzt einfach so eine Bindung. Ich habe auch viel mit so Eyelets gearbeitet, mit der Group Adele oder wie die heißt, keine Ahnung. Und habe hier richtig so die ganzen Nieten verwendet. Habe auch sehr viele wirklich aufgebraucht, also diese Dinge hier. Und habe da alles damit verstärkt. Alle Seiten, wie ihr dann innen sehen könnt. Und natürlich auch das Cover hier, dass mir hier nichts durchreißen kann vom Band durch. Dass das wirklich geschützt ist. Ja, habe hier einen kleinen Verschluss eingebaut. Und habe auch darauf geachtet beim Arbeiten, dass hier noch Spielraum ist. Wie ihr jetzt hier sehen könnt, dass hier offen ist. Und hier natürlich beim Verschluss, dass der auch dann später mehr Spielraum hätte, wenn es jetzt mehr wäre. Ihr seht, er geht bis dahin und zieht sich hier wieder zusammen. Also es könnte noch in die Luft gehen. Ja, hab das hinten auch wieder mit Nieten gemacht, wie ihr sehen könnt. Hab diese Glitzer-Swirls vom Action verwendet. Diese hier, die kommen auch im Album immer wieder hervor. Hier wieder das Klebeband, das Stoffklebeband. Ja, hier auch wieder das Stoffklebeband, das einfach verstärkt ist. Und jetzt würde ich sagen, ich zeige es euch jetzt einfach mal von innen drinnen, wie es aussieht. Und zwar einfach hier mal mit Magneten von Ideen mit Herz. Diese hier habe ich da verwendet für den Verschluss. Und das ganze Album Grundgerüst ist gemacht aus solchen Briefumschlägen. So bunte Briefumschläge habe ich da genommen für jede Seite, also jede Farbe eine Seite quasi. Die habe ich verwendet. Da habe ich mich inspirieren lassen von der Liebesfuchs, die hat dieses Album gemacht mit diesen Briefumschlägen und ich habe das versucht jetzt nachzumachen, beziehungsweise habe mir die Idee ein bisschen umgewandelt und habe jetzt mein Album daraus gemacht. Und jetzt schlage ich auch schon die erste Seite auf. Ja, das ist so meine erste Seite. Das kleine Mädchen, das kleine Baby, um was es hier in dem Album gehen wird, heißt Anna Katharina, wie man unschwer erkennen kann. Hier habe ich so Holzbuchstaben genommen, die habe ich eingefärbt. Also solche kleinen Holzbuchstaben habe ich da verwendet. Und habe diese dann einfach wirklich eingefärbt.
und aufgeklebt und dann eben, wie ihr sehen könnt, wieder diese Glitzerornamente und hier die ganzen Nieten wieder, damit hier wirklich Spielraum für die Bindung ist mit dem Gummiband und hier nichts kaputt geht. Ja, ein kleines Bärchen. Und bei den Tags habe ich immer darauf geachtet, dass ich beidseitig bedrucktes Papier verwende. So sieht die Seite von selbst aus. Da kann man auch was reinschreiben, reinkleben, wie auch immer. Ist genug Spielplatz für die Eltern, für Inspirationen, ob sie da jetzt alles vollschreiben wollen oder einfach irgendwie Fotos reinkleben. Das überlasse ich natürlich ihnen. Hier große Tags, hier auch wieder immer mit einem kleinen extra Highlight, hier ein kleiner Kinderwagen, der auch so, ja, das sieht man jetzt in der Kamera, glaube ich, gar nicht. Ja, der hat so, doch, jetzt so Hologrammsterne hat der drinnen. Ja, mit dem habe ich gearbeitet und immer wieder verstärkt und mit diesen Gummibändern zum leichteren rausziehen und damit es dann wirklich auch gekennzeichnet ist, wo man was rausziehen kann, habe ich diese hier verwendet. Dann die nächste Seite sieht so aus auf den ersten Blick und dann hier gleich den ersten Tag. So. Und hinten wieder blau. Und dann kommt hier der Name zum Vorschein, wieder Anna K. 100% Girl, das war so ein Rubbelsticker und das Papier. Und hier Hello und Cute as a Bottom oder Bottom oder wie das heißt. Bestempelt und embossed. Hier wieder diese Glitzerornamente, ein kleiner Wagen, wieder natürlich zum Rausziehen, hier ein Tag und hier ein kleines Baby, eine super süße Babystanze, also ich liebe diese Stanze, jetzt schon, ich habe sie erst vorgestern bekommen, wie ich das Album angefangen habe, schaut so aus und da kann man richtig, richtig schöne kleine Babys zaubern. Habe mich hier aber definitiv zurückgehalten und habe, glaube ich, nur zwei eingebaut. Wollte jetzt noch nicht so viel reinklatschen, weil es mein erster Prototyp-Album, also das Album ist eigentlich ein Prototyp. Da kommt noch ein zweites, wo ich dann weiß, wie es funktioniert. Ja, hier wieder ein Tag mit 100% Lovely, Sweet Little Baby. Schaut so aus. Ja, das ist jetzt mein Hündchen, was ihr jetzt gerade hört. Und zwar, mein Mann kommt gerade nach Hause. Und da dreht meine kleine Pinky ganz durch. Das tut sie jedes Mal. So, hier die nächste Seite. Und zwar Hip Hip Hurra. It's a Girl, It's a Girl, It's a Girl. Hier das kleine Ferkelchen mit dem Luftballon, das sich auch freut. Und wieder natürlich ein Tag. Hier wieder so. Und diese Seite dann, wo man auch was reinschreiben könnte. Dann wieder hier ein Tag zum Rausziehen. Hier ein Engelchen und hier Love mit Silber bestempelt. Hinten wieder so ein Blau. Also ich habe versucht, dass ich das Album so in den Blau-Violett-Tönen halte, obwohl es ja eigentlich durch die Briefumschläge trotzdem bunt ist. Wie ihr seht, jede Seite ist natürlich anders, weil es einfach bunte Briefumschläge sind. Aber ich finde, das passt trotzdem sehr gut und harmoniert miteinander. Ja, die nächste Seite schaut so aus, wieder natürlich voll mit Tags. Hier dieser Tag mit Love und hinten so. All Girl, könnte man jetzt auch wieder was hinschreiben oder ein kleines Foto. Dann hier Girl Power, diesen Tag. Und wenn man den dann rauszieht, sieht man, dass hier noch einer ist. Dann sieht so aus die Seite. Und hier ein kleiner Engel wieder bestempelt mit Silber. Dann wieder hier ein Tag. Hier hat es mich erinnert so an einen kleinen Himmel, irgendwie so mit Wolken. Also durfte hier ein kleiner Engel wieder oben drauf und hier auch so Herzen mit Flügelchen in Silber bestempelt. Dürften da wieder drauf. Und ich glaube, für Fotos ist wirklich genug Platz drinnen und auch zum Beschriften sehr, sehr viel Platz. Ja, dann haben wir hier eine
Poo-Seite quasi, wo dann hier steht, it's a girl, und der Poo sich ja darüber freut. Ja, auch noch natürlich wieder ein Tag, den wir rausziehen können. Dann kommt hier dieses zum Vorschein und hier auch 14.11. das Geburtsdatum embossed und hier oben auch wieder bestempelt. Und der zweite Tag, den man hier rausziehen kann, sieht dann so aus wieder mit dem Winnie Pooh und hinten violett. Und unten drunter verbirgt sich das Anna Katharina mit dem kleinen Herzchen. Ich habe wirklich so darauf geachtet, dass spielerisch ist, dass man immer wieder rausziehen kann und unten drunter dann auch wieder irgendwas Verstecktes ist. Hier wieder ein Tag, wo drauf steht, so many girls, so little time. Ja, an diese Seite hier. Und die ist ein bisschen spezieller. Hier ist ein kleines Baby. Das gebe ich, glaube ich, irgendwie raus. Oder ich lasse drinnen und die Eltern können dann was rausgeben. Ja. Könnte man rausziehen. Ich habe es nicht festgeklebt. Dann kann man hier auch ein Foto drauf oder irgendwas Geschriebenes reinmachen. Darum ist diese jetzt nur ein bisschen zur Dekoration hier. Und hier so die Tags, wo drauf steht First Smile. Und darunter ist dann dieser Tag, Girls just wanna have fun. Also einmal blau und einmal violett. Und die sind hier nur in diesen Halterungen drinnen. Dann diese Seite mit Girls Rules. Da sind jetzt ganz, ganz kleine Tags hier drinnen. Da kann man ja eben dann aufschreiben, entweder die Regeln, die das Baby aufgestellt hat für die Eltern, wie zum Beispiel in der Nacht verboten zu schlafen, oder was die ersten Regeln fürs Baby sein werden. Wobei ich aber eher glaube, dass das Baby seine eigenen Regeln aufstellen wird. Ja, hier könnte man auch was reinstecken auf diese Seite. Und deshalb auch hier diese kleinen Tags und immer wieder diese Glitzerornamente, die sich widerspiegeln. Hier noch ein Tag mit Girls Talk. Ja, und dann die letzte Seite hier. Hier habe ich gestempelt und wieder diese Glitzerornamente und Bundle of Love drauf. Und hier diese Seite mit Sweet Dreams, da könnte man ja ein Foto hinkleben, wo das Baby eben schläft. Ist natürlich auch ein Tag. Und hierbei habe ich geachtet, wenn ich den Tag reinschiebe, dass hier die Vögelchen als Ganzes drauf sind. Und wenn man sie hier rauszieht, kann man natürlich hinten auch wieder was draufschreiben. Und hier habe ich jetzt nur Anna geschrieben. Da kann man irgendwas anderes noch dazu schreiben. So, und dann eben die letzte Seite, wie dann wieder so aussieht. Ja, das war mein kleines Babyalbum. Ich hoffe, es gefällt euch genauso wie mir. Seid nicht zu streng mit mir. Es ist mein allererstes Album, aber ich bin trotzdem wahnsinnig stolz drauf. Auch wenn es mich wirklich nerven und extrem viel Zeit gekostet hat und ich so vieles immer wieder versucht habe, weggemacht habe, wieder versucht habe, wieder weggemacht habe. Aber im Endeffekt bin ich jetzt, sagen wir, zu 90% zufrieden. Sagen wir es mal so. Und ich freue mich drüber. Und es ist das erste Album, wird aber definitiv, wie gesagt, nicht das letzte bleiben. Da werde ich sicher noch mehrere machen. Und vielleicht gibt es dann irgendwann einmal später in der Zukunft auch dann ein Tutorial. Aber wenn ihr wirklich gute Alben sehen wollt und die Tutorials dazu, dann schaut bei der Liebesfuchs vorbei. Die macht wirklich extrem, extrem schöne Alben. Da kann man sich richtig schön inspirieren und die hat wahnsinnig gute Ideen. Wie zum Beispiel dieses mit den Briefumschlägen. Ja, ansonsten würde ich mich natürlich über Kommentare freuen. Was haltet ihr von meinem Album? Habt ihr Verbesserungsvorschläge? Welche Seiten gefallen euch besonders? Was hättet ihr anders gemacht? Was fehlt euch an den Seiten vielleicht noch? Also alles, was euch irgendwie dazu einfällt, schreibt es mir doch einfach unten drunter in die Kommentare rein. Würde mich wahnsinnig freuen. Und ja, wenn euch das Album gefällt, hinterlasst mir doch einen Daumen hoch. Das freut mich natürlich irrsinnig auch. Ebenso wie ein kleines Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Hier die kleine Elfe, könnt ihr drauf drücken und mich abonnieren.
und dann immer wieder meinen Videos folgen. So, meine Lieben, aber jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüss!